select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Zweiter Sieger im Kreispokal Pforzheim und den Rothauspokal wurde der TSV Wurmberg-Bärenthal. Daniel, die Enttäuschung bitter gerade. Ja, die Enttäuschung ist schon groß, aber letztendlich ärgere ich mich gar nicht so, weil das Spiel so Nidlinger einfach das Spiel verdient gewonnen hat. Und wenn es jetzt enger gewesen wäre oder wenn es jetzt nicht so deutlich gewesen wäre, würde mich mehr aufregen, aber das war so deutlich oder so verdient der Sieg, dass mir gar nicht so arg aufregen braucht. Man hätte euch vielleicht als ein bisschen als Favorit gesehen, da ihr eine Liga höher spielt. Von dieser Favoritenrolle hat man heute nicht viel gemerkt. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Ich habe auch gedacht, wir sind Favorit, aber Nidlinger war einfach aggressiver, haben mehr gekämpft, haben einfach mehr verspielt gemacht und mir eigentlich gar nichts auf den Platz gebracht hat. Und das war einfach das Problem. Weißt du, was der Grund dafür sein könnte? Nein. Nein, ich habe keine Gründe. Also, mir ist so oft nicht im Pokalfinale. Und wenn man das Spiel einmal erreicht, dann muss man einfach andere Körpersprache, Aggressivität und auf den Platz bringen. Und das haben wir halt einfach nicht geschafft. Nidlinger hat es uns vorgemacht und von dem her haben sie auch das Spiel einfach verdient gewonnen. Für euch geht es jetzt weiter im Abstiegskampf. Nächster Gegner ist gleich am Montag, auswärts SV Büchenbronn. Was meinst du, was das für ein Spiel wird und was ihr euch noch, wie die Saison noch weiter verlaufen wird? Ja gut, Büchenbronn liegt uns nicht so arg auswärts, aber wir müssen gucken, dass wir mindestens nur noch wichtige Spiele und wir wollen nicht absteigen. Und wir müssen gucken, dass wir unsere nötigen Punkte jetzt vollholen. Aber in Büchenbronn ist es immer schwer. Aber trotz allem, es geht weiter und wir geben das Beste wieder und versuchen einfach auch mal in Büchenbronn zu gewinnen, was wir nicht oft geschafft haben bisher. Aber vielleicht schaffen wir jetzt die Wende, vielleicht kriegen wir die Kurve und treten auch dann dementsprechend auf, dass wir auch mal das Spiel wieder gewinnen. Daniel, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, ebenso. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.